So, hallo ihr Lieben. Heute ist der zweite Advent, das heißt, ich darf ein neues Päckchen vom Adventskalender von meiner lieben Niki aufpacken. Hier steht drauf, zweiter Advent, handmade, der erste Versuch, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist in dieser süßen kleinen Schachtel drin, das heißt, das ist für den zweiten Advent. Und weil heute ja auch noch der 6.12. ist, darf ich auch noch zum Nikolaus auspacken. Und hier habe ich schon die ganze Zeit, das ist gemein, wenn man sowas vorne drauf macht. Ich muss es gleich runter tun. Ich fange auch mit dem 6. Dezember an, mit dem Nikolausi. Die hat schon die ganze Zeit mich angeguckt. Guckt mal, das ist ein Katzenstift mit hier Herznase. Und das ist wahrscheinlich so ein schwarzer Feinliner. Ich, wartet mal. Oh, die sind zugeklebt. Sind die zugeklebt? Tatsächlich. Okay, probiere ich es dann später aus. Nein, ich schneide es auf. Ich muss es gleich ausprobieren. Es hilft nichts. Ich möchte es mir anschauen. Vorsicht, nicht in den Stift schneiden. Wer backt denn sowas nochmal ein? Furchtbar. Ich glaube, ich habe in den Stift geschnitten. Das hat ja super funktioniert. Die waren außen drauf und den habe ich jetzt schon die ganze Zeit gesehen und jetzt musste ich das mal ausprobieren. Möchte ich das mal ausprobieren? Sehr süß. Sehr süß und so flauschig weich. Dafür schon mal vielen Dank, meine Schnecke. Wo ist der Deckel? Hier ist der Deckel. Die habe ich schon die ganze Woche gesehen und ich durfte ihn nicht anfassen. Und hier habe ich noch was gesehen und zwar ist das ein Wink of Stella von SICK Memory Systems. Habe ich noch nie gehabt. Ich weiß, dass man da wohl schöne Akzente auf seine Stempelabdrücke machen kann, aber also halt auch beim Kolorieren oder nach dem Kolorieren da nochmal schön Highlights setzen kann. Aber da ich ja keine Stempel koloriere, muss ich mal gucken, wie ich den einsetze. Also vor allem wahrscheinlich sehr sparsam, weil die Dinger sind scheiße teuer. Muss ich mal ausprobieren. Also würde ich jetzt auch gerne mal ausprobieren. Für den Fall, dass vielleicht da draußen noch jemand ist, der das Zeug nicht kennt. Ich weiß bloß noch nicht, auf was ich das jetzt ausprobiere. Ich habe hier noch ein Stück von dem December Daily, von dem Album, habe ich hier noch so ein Stück Cardstock liegen. Den könnte ich vielleicht mal dafür missbrauchen. Wie macht man denn das jetzt? Fährt man da einfach so drüber und dann macht der schön glitzi-glitzi. Ist das so? Muss man das Ding schütteln? Aber es stimmt schon, es fängt dann so ein bisschen das Glitzern an. Seht ihr das hier oben? Da oben habe ich so ein bisschen. Muss man das mal schütteln, das Teil? Weiß ich nicht. Aber es glitzert schon. Sieht man das so ein bisschen hier oben, der Strich? Man sieht es sogar ein bisschen. Ganz cool. Muss ich mal gucken, wie ich das. Das bin ich. Habe ich mir schon gedacht. Weiß ich noch nicht. Auf weiß. Ja, es ist halt einfach so ein kleiner Schimmer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, so ein bisschen hier so. Ganz cool. Muss ich mal gucken. Mausi, vielen, vielen Dank. Die sind scheiße teuer. Und jetzt möchte ich da reinschauen, weil ich befürchte, dass da ganz viel Nascherei drin ist. Und wir hatten Urlaub jetzt die Woche und ich muss ein bisschen aufhören mit Nascherei, Mausi. Aber ich habe mir schon gedacht, wem ich die Mütze aufsetze. Ja, da ist ganz viel Nascherei drin. Knall. Mausi. Ah, die sind so wie Dings, glaube ich. Wie heißen die anderen? Kinder Bueno. Na, überhaupt nicht lecker. Sehr geil. Ach, so ein Shit. Ich wollte eigentlich ein bisschen weniger. Und dann hier so lauter so Minis. Peanut. Also Snickers-Ersatz, sage ich jetzt mal. Das hier könnte Milky Way sein. Kokos ist Bounty. Was ist das? Mars vielleicht, ja. Und Twix. Oh nein, hier sind zwei Pailletten abgefallen. Aufpassen. Und die setze ich, weiß ich schon, Mausi, weißt du, wem ich die aufsetze? Schafi setze ich die auf. Ich habe nämlich, als sie mit ihrem Mann da war, habe ich von ihr nämlich ein lustiges Deko-Schaf gekriegt und das steht bei uns im Esszimmer. Zeige ich euch im Vlog mal. Und dem setze ich jetzt für Weihnachten diese Dings auf. Männchen, darf Schafi die Mütze aufsetzen von der Niki? Wer will hier aufsetzen? Schafi unten in der Küche. Ja, gerne. Ja, gerne. Da setzen wir Schafi die Mütze auf. Sehr cool. Mausi, vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was in deinem Handmade drin ist. Den Stift, oh, da habe ich schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und über den freue ich mich sehr. Was ist denn dein erster Versuch? Ach, guck, das geht schon von selber ab. Handmade, mein erster Versuch. Jetzt bin ich gespannt. Hast du Schmuck gemacht? Tatsächlich.
Tütchen ist ja cool. PS Punkt Punkt. Oh, hast du ganz alleine gemacht? Ach komm. Der ist super schön. Der ist so satiniert. Guck mal, Männchen von der Niki bekommen. Schön, sieht edel aus. Ja. Der ist aber schön. Und das Bändel hast du selber dran gemacht. Also hast du selber mit dem Verschluss gemacht. Saugeil. Ja, aus Haut, das ist ein Lederband, das ist aus Haut von ihrem Rücken. Nein, das ist ein gewachstes Band. Eine gewachste Baumwollkordel ist es. Sau, sau schön. Mausi, werde ich vielleicht, also ich kann ich jetzt über Nacht nicht und zum Duschen schon gar nicht, aber Männchen, guck. Ja. Schön, ne? Wenn ich Bock drauf habe, könnte ich auch euch dann mal im Vlog ein Bild von mir einblenden oder vielleicht auch hier mit Mütze und Kette. Ich kriege die Kette nicht mehr ab. Dann bleibt sie jetzt einfach dran. Mausi, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hast dich auch ein bisschen über deine Kleinigkeit in deinem Adventskalender gefreut. Ich habe dir natürlich nichts für den Nikolaus mitgeschickt, warum auch. Aber es kommt ja noch das Weihnachtspäckchen. Dann kriegst du da eben was mit. Dem Klaus seinen Wunsch weiß ich nicht, ob ich nachkommen kann. Viel mehr brauche ich leider, also kann ich dazu leider nicht sagen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen zweiten Advent und einen schönen Nikolaustag. Wir werden uns wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich dieses Video werde ich heute wahrscheinlich nicht mehr hochgeladen bekommen. Wir haben nämlich zurzeit ein bisschen Trouble mit unserem Internet. Des Weiteren habe ich heute versucht, mal ein paar von diesen Wichteln zu basteln. Das heißt, wir sehen uns die Tage nochmal mit einem Craft-Update und es kommt eventuell sogar bis Mitte, Ende der Woche noch ein Shop-Update. Ihr Lieben, schönen zweiten Advent. Mausi, dir vielen, vielen Dank für die Sachen. Wir werden uns heute vorm Fernseher den Süßkram lecker schmecken lassen, wahrscheinlich. Gehe ich mal davon aus. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Kopf hoch und Füße auf dem Boden. Ciao!